Hallo, einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch alle zum Geschwätzblitz und aktualisiere zum Beginn erstmal wieder das Standbild, was jetzt hoffentlich wieder lebendig ist. Bei mir funktioniert's. Ich hoffe, bei euch auch. Irgendwie haben wir in letzter Zeit mit der Kamera ein bisschen Probleme, dass am Anfang immer erstmal ein Standbild erscheint. Aber ich denke, jetzt sollte es gehen. Also schönen guten Abend euch zusammen. Schöne Pfingsten noch, ne? Vielleicht seid ihr ja auch irgendwo unterwegs oder genießt einfach die freien Tage zu Hause. Und ich denke, wir beginnen gleich mal und schauen doch mal, wen wir hier dran nehmen werden. Dann befrage ich einmal den Zufallsgenerator. Wir haben immer Zahlen zwischen 1 und 20. Ich denke, das müsste auch ungefähr hinkommen von der Zahl. Wenn ich merke, dass mehr Challenges sind, dann erhöhe ich die entsprechend. Um auch noch mal kurz auf die Frage von euch zurückzukommen. Also es hat nichts, es beeinflusst nicht, wie früh ihr mich herausgefordert habt oder wie spät. Wir machen immer den Zufallsgenerator. Das heißt, auch wenn ihr gerade erst herausgefordert habt, kann es sein, dass ihr direkt drankommt. Und natürlich andersherum kann es auch sein, dass ihr einen ganzen Abend drauf wartet und dann doch nicht angenommen werdet. Also wir machen das hier immer mit der Zufallszahl. Und das ist direkt die 17. Da habe ich ein bisschen was zu zählen. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Butterfly. Und wir gehen einmal ins Partiefenster, damit ihr das auch schön groß und deutlich sehen könnt. Zeit habe ich tatsächlich nicht angesagt. Das stimmt. 5 Minuten bitte wieder. Letzte Mal hatten wir einen etwas anderen Modus, weil wir da die Blind Edition gemacht haben und da brauchten wir etwas mehr Bedenkzeit. Aber heute sind 5 Minuten wieder ausreichend, hoffe ich doch. Auch wenn das natürlich immer nicht ganz so einfach ist mit dem nebenbei in Chat gucken und schwätzen und spielen. Aber ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Also 5 Minuten bitte. 3 Minuten sind dann doch ein bisschen kurz und 10 ein bisschen lang. Also nehme ich die 5-Minuten-Challenges an. Ansonsten könnt ihr gerne wieder Eröffnungswünsche schreiben. Ich weiß nur nicht, inwiefern ich die dann auch sehe, aber schreibt sie einfach ganz häufig und dann werde ich die bestimmt zu Gesicht bekommen. Ja, wir haben jetzt hier einmal Französisch, die Variante mit Dame B6. Ist nicht ganz ungefährlich, weil es hier auch ganz nette Opfervarianten gibt. Ich meine, B4 ist hier jetzt der korrekte Zug. Dieser Zwischenzug, um einmal die Dame anzugreifen. Genau, und jetzt wird hier auch schon die Figur geopfert. Da muss man sich tatsächlich ganz gut auskennen mit Weiß. Was ich nur bedingt tue. Deswegen ist das hier vor allen Dingen natürlich im Blitz eine ganz schön gefährliche Angelegenheit. So, jetzt meine Bauernstruktur wird angegriffen, damit der E5 dann auch schwach wird. Muss ich mal schauen, wie ich damit umgehe. Am besten meine Figuren ranholen. Ich denke, das kann nicht schaden. Jetzt verliere ich zwar den F4, aber die Idee ist, den Springer nach D3 zu bringen, damit dann der E5 gedeckt ist und der F4 gleich auch wieder angegriffen wird. Keine Ahnung, ob das eine korrekte Erwiderung ist. Aber mein Springer auf A4 hat mich da eh so ein bisschen gestört. Deswegen habe ich mir das so überlegt. Jetzt könnte Läufer A6 natürlich unangenehm sein im nächsten. Ich würde gern, also mit der Idee dann auf D3 zu schlagen und dann den E5 noch zu nehmen. Ich würde gern kurz rochieren. Vielleicht sollte ich aber erstmal die Dame ranholen. Mit der Idee dann auch auf F4 zu schlagen, damit der E5 gedeckt ist. Und gucken wir mal, ob ich mich hier entwursteln kann. Jetzt ist natürlich das Problem, dass der D2 immer hängt. Jetzt kann ich nicht so einfach rochieren.
Aber ich verliere zumindest nicht direkt den E5. Ich hoffe ja, dass er auf D3 rausnimmt. Oh, wobei, dann geht damit C3 danach, ne? Mit Doppelangriff. Ah. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Die kann ich nicht beide gleich decken. Obwohl, ich kann König E2 machen. Das müsste wahrscheinlich noch gehen. Ist auch nicht so ganz einfach. Kann vielleicht noch Springer C5 hinterherkommen. Aber dann habe ich immerhin erstmal Läufer B5 als Zwischenschach. Vielleicht hätte ich auch kurz rochieren können, weil dann der F7 direkt hängt. Allerdings kann der schwarze König da vermutlich auch ganz gut entkommen. Bin ich mir nicht ganz sicher. So, jetzt, wie erwartet, kommt der Springer hier mit ins Spiel. Jetzt muss Schwarz erstmal gucken, wo er hingeht. Nach E7, dann habe ich Dame F6 Schach. Ansonsten, ja, so viele andere Felder hat er gar nicht. Nach D8 könnte er gehen vielleicht. Könnte ich auch Schach geben und dann mit der Dame hier reinkommen. Sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Und haben Schwarz droht auch gerade. Naja, vielleicht D3 könnte unangenehm sein. Aber sonst habe ich hier auch noch Ideen mit Turm C1. Turm F1 vielleicht auch. Okay, jetzt mal rechnen. Wenn ich jetzt Dame F6 spiele, König C7. Dann kann ich noch einen Schach geben. Dann muss er nach B8 oder C8. Komme ich dann weiter? Das ist hier die Frage. Ich glaube, ich hole erstmal meinen Turm mit ins Spiel, weil der auf der C-Linie natürlich auch gar nicht so ungünstig steht. Und jetzt kann ich nochmal in Ruhe rechnen. Jetzt ist erstmal. Oh Mist, so viel Ruhe habe ich jetzt doch nicht. So. Ja, ist immer schwierig, dann das richtige Feld für den König zu finden. Im Zweifel dann einfach schnell entscheiden, wenn man zwischen zwei Zügen sich nicht entscheiden kann. Gut, die schwarze Dame hat hier gar nicht so viele Felder. Genau, B2 ist eine Option. Jetzt hängt auch mein Läufer auf B5. Aber ich kann ja zum Beispiel Turm B1 spielen. Dann wird er wahrscheinlich auf A2 nehmen, aber dann habe ich erstmal wieder einen Zug Zeit. Und die beiden Türme, die hier so auf den offenen Linien stehen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe nur mit meiner Zeit natürlich mal wieder ein bisschen zu kämpfen. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall schneller werden. Ich hätte vielleicht auch auf F7 schlagen können, aber Schach ist, denke ich, erstmal nicht verkehrt. Mein Turm auf B1 ist auch gedeckt durch den Springer. Das ist ganz gut. Huch, jetzt kann ich doch hier den Turm mit Schach schlagen. Jetzt habe ich zwar danach kein Schach, aber er ja auch nicht. Höchstens so Springer E4. Sowas kann mal unangenehm sein, weil ich den nicht mit dem Springer schlagen kann, weil ich dann auf E2 matt bin. Aber ich decke das Ganze einfach mit der Dame. Schon mal greife gleichzeitig noch den Turm an. Und kann im Notfall dann auch immer. Ja, war vielleicht doch nicht. Manchmal darf man nicht so vorsichtig spielen, sondern sollte lieber auch Angriffszüge machen. Ja, okay, das ist jetzt hier nicht die Beispielbehandlung der Stellung. Aber bevor mir hier ein Turm auf G2 einsteigt, so genau, das war das Motiv, was ich gedacht habe. Aber jetzt habe ich ja das Ganze noch ganz gut durch die Dame gedeckt. Kann ich einmal hier zurückgehen. Und ja, wenn er jetzt auf D2 schlägt, kann ich immer noch mit der Dame wieder nehmen. Ansonsten drohe ich jetzt auch im nächsten
selber den Springer zu schlagen mit meinem Springer. Nur die Zeit könnte ein Faktor sein. Aber was habe ich jetzt, wenn ich einmal durchzähle? Turm und Figur mehr. Dafür hat Schwarz noch ein paar Bauern. Aber das sollte eigentlich reichen. Nur ich muss jetzt natürlich auch hier nochmal durchkommen. Und bin jetzt auch ganz froh, dass er hier freiwillig geöffnet hat. Also dass ich ein paar Einbruchsfelder für meine Schwerfiguren habe. Jetzt komme ich mit meinem Springer. Jetzt droht Springer C5 Schach. Das werde ich doch auch direkt mal machen. Jetzt sollte es hoffentlich reichen. Okay, können wir uns gleich mal in Ruhe anschauen. Aber davor schaue ich noch mal zu euch in den Chat, was ihr so geschrieben habt. Also, ihr seid ganz schön aktiv heute. Okay, hier geht's los mit Hallo. Also auch noch mal Hallo an euch. Scheint alles zu laufen. Genau, Fuchsia habe ich auch schon vermisst. Die hatte sich vor der Show verabschiedet, hat gesagt, dass sie heute leider keine Zeit hat. Ja, ich bin alleine heute, weil Nico mal wieder arbeiten muss. Ja, manchmal ist es so, der ist gerade auf dem Weg nach Osnabrück, wo er dann morgen arbeiten wird. Da halte ich hier alleine die Stellung. Genau, Hammer Gegner, das stimmt. Ich hatte hier gleich einen Brocken zu Anfang. So, ja, nicht so einfache Variante, das stimmt. Und mit Läufer C6 den zweiten Turm schnappen. Muss ich gleich mal gucken, welche Stellung ihr da gemeint habt. So. Okay. Ich glaube, ich habe zumindest kurz überflogen. Dann gehen wir noch mal einmal kurz durch die Partie. Also es war tatsächlich hier eine kritische Variante, Französisch mit Springer schlägt B4. Ich hatte das einmal in einer Turnierpartie und unvorbereitet und bin da auch ganz schön untergegangen. Am Ende hatte ich dann noch Glück und konnte mich rauswinden. Aber wenn man das nicht kennt hier mit Weiß, die Theorie ist schon nicht so einfach. G5 war für mich neu. Ich kenne dann so Ideen, das Schwarz, ich weiß gar nicht, wie man zuerst mit B5 oder auf jeden Fall hier am Damenflügel spielt. Und dann gibt es Motive mit Läufer D3 und Läufer schlägt H7, so ganz scharfe Varianten. Aber G5 finde ich auch erstmal interessant. Hat mir dann die Chance gegeben, dass ich mit meinem Springer zurückkommen kann. Genau, und hier dann mit meiner Dame ganz gutes Gegenspiel hatte. Vermutlich ist Läufer D3, wenn es nicht direkt gewinnt, also wenn der Figurengewinn nicht funktioniert, wahrscheinlich auch gar nicht so gut. Turm schlägt C5 ging irgendwann. Ich weiß jetzt immer leider nicht ganz genau, welche Stellung ihr meint. Ja, aber ich denke, eigentlich ist es dann hier ganz gut für mich gelaufen und dann musste ich nur noch gegen meine eigene Langsamkeit kämpfen und am Ende hat es dann zum Glück gereicht. Gut. Dann gucken wir nochmal den Zufallsgenerator, was der uns empfiehlt. So, oh, die 20. Diesmal von unten zählen. Wir machen das ja immer abwechselnd von oben und unten. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. So, 5 Minuten Premium stimmt. Das machen wir. Dann gehen wir noch einmal in die Großansicht. Und weiter geht's. So, ich habe jetzt leider von euch noch gar keine Eröffnungsvorschläge gesehen. Ich meine irgendwie Königsindisch gelesen zu haben, aber vielleicht war das auch nur meine Wunschvorstellung. manchmal sieht man ja diese Sachen, die man gerne sehen möchte. Ich spiele jetzt einfach mal das, was mir so in den Sinn kommt. Wenn ich zwischendurch noch irgendwas lese, dann nehme ich das natürlich sehr, sehr gerne auf. So, Sizilianisch haben wir hier. Ich spiele unterschiedliche Sizilianisch-Varianten.
Heute können wir mal klassisch spielen, hätte ich gesagt. Mit Springer C6 und D6 kommt dann gleich noch. Ja, klassische Variante. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten für Weiß. Ja, entweder mit Läufer G5 oder mit Läufer E2 oder mit Läufer C4. Alles möglich. Und ja, hier kann man sich mit Springer E5 weiter aufbauen und erstmal gucken, wo der weiße Springer hingeht. Wenn er nach F3 geht, sollte man immer verhindern, dass Weiß im nächsten Zug dann noch Läufer G5 spielt. Das ist recht unangenehm, weil dann hier das Feld D5 immer schwach wird, wenn man diesen F6-Springer hergeben muss. Das kennt ihr bestimmt auch aus Svechnikov oder anderen Systemen. Ah ja, Königsindisch wurde tatsächlich vorgeschlagen. Ich habe es also nicht geträumt. Sehr gut. Dann schreibe ich mir das hier direkt mal auf. Königsindisch. So, wie weiter? Also, der weiße Aufbau. Ich kenne es eher mit Turm E1, Läufer F1 vom Aufbau her. Ganz verkehrt ist das hier bestimmt aber auch nicht. Nur jetzt muss ich mir halt einen anderen Plan überlegen, sonst spielt man häufig auch den Springer wieder zurück nach B8 und dann nach D7 und nach C5, weil Weiß sonst immer mal Springer D5 spielen kann und man dann nicht mehr einen Springer nehmen kann wegen der Gabel. Aber mit diesem weißen Aufbau hier hängt dann immer der E4, deswegen kann man, also muss man sich jetzt nicht so komisch hinstellen, sondern kann hier ganz, ganz normale Züge machen. Okay, E4, G6 mit frühem C5 ist notiert. Ja, und hier ist gar nicht so einfach ein Plan. Oh, Dame A5, muss ich mal aufpassen, dass der nicht Springer D5 hier mit diesem gemeinen Abzug geht. Habe ich hier ein bisschen verpennt. Mal gucken, ob das schlimm ist. Könnte das danach noch unangenehm sein? Na gut, ich kann ja immer schlagen. Aber ich muss dann halt auch schlagen und kann nicht auf... Obwohl, ich kann trotzdem auf E4 nehmen. Okay, alles gut. Ja, vielleicht hätte ich vorhin den anderen Turm, also noch nicht nach C8 stellen sollen, damit ich den Turm jetzt nach C8 stellen kann. Was tun? Okay, vielleicht ist B5 eine Idee. Da muss man immer auf das Feld B6 aufpassen, dass da nicht mal die Dame weg ist, wenn da so ein Läufer reinkommt. Ja, ich bin heute ganz schön alleine. Kein Nico, keine Fuchsia. Ist schon hart hier heute. Aber wir sind ja hart im Nehmen. Und spielen hier weiter mit B5. Idee, vielleicht dann doch mal die Dame wieder zurückziehen. Vielleicht Springer nach A5, Springer nach C4. Ah, jetzt wird der Bauer E4 konsolidiert mit der Idee, dann doch den Springer nach D5 zu stellen. Interessant. Ist natürlich vom Aufbau her jetzt ein bisschen umständlich gewesen von Weiß, aber gut, das ist ja in manchen Stellungen nicht weiter schlimm. Ja, jetzt muss ich vielleicht doch... Aber wenn ich jetzt den Springer ziehe, dann hängt wieder meine Dame. Na toll. Gut, hilft ja alles nichts. Dann muss ich gleich hier mit dem Läufer schlagen. Kann dann vielleicht mit dem Springer nach A5 gehen. Ja, das hätte ich eigentlich vermeiden wollen. Ja, vorhin schön erklärt. Okay, aber er möchte das gar nicht. Kann ich die Gelegenheit jetzt nutzen, meinen Springer wegzuziehen, sodass ich den Springer D5 dann auch mit dem Springer wieder schlagen kann. Das gefällt mir dann doch besser. Dann kann ich gleich hier mit dem Läufer nach F5. Hab da eine Diagonale. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht hätte ich auch zwischendurch Springer C4 einstreuen können, weil jetzt kann er vielleicht mit B3 das verhindern. So, aber jetzt ist doch eigentlich schon mal ganz gut gelaufen, aber man muss natürlich immer noch weiterschauen. So, E4 kann Läufer G4 kommen. Aber eigentlich sieht es auch sehr schön aus, hier den Läufer mitzunehmen.
Ist vielleicht etwas übereilt. Vielleicht hätte man sich da noch Zeit lassen können. Aber das habe ich natürlich gehofft, dass ich jetzt gleich noch die Qualitäten mitnehmen kann. Und ja, er schlägt eh. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Jetzt habe ich dann doch gleich eine Qualität mehr. Oder eine Dame. Die nehme ich natürlich auch sehr gerne. Und dann ist es vom Material natürlich ganz gut. Ganz gut gelaufen. Okay, Zeit nochmal in den Chat zu schauen. Schottisches Gambit. Das spielt man mit Weiß, nehme ich an. Weiß ich jetzt aber nicht genau, wie das funktioniert. Könnt ihr mir dann, wenn es soweit ist, vielleicht nochmal entsprechende Hinweise geben? Okay. Dann schauen wir nochmal kurz die Partie an. Ja, vom Aufbau her, Oliver, ist es ratsam. Hier statt, ich suche mal die Stellung raus, nee, noch ein bisschen früher. Statt, du hast hier Läufer E3 gespielt, ist vermutlich auch möglich, aber ein ganz guter Aufbau ist hier mit Turm E1, dann auch meinetwegen Läufer E6 und jetzt Läufer F1 zu spielen, dass der Turm hier den Bauern auf E4 deckt und jetzt ist die Idee halt Springer D5 zu spielen. Und weil das ein bisschen unangenehm ist, ich hatte ja auch in der Partie die Idee erklärt, kann man jetzt hier Springer B8 spielen, mit der Idee dann auf Springer D5 mit dem Springer schlagen zu können und dann, ja, gibt es hier ganz lange Varianten, wo Weiß denn hier am Damenflügel angreift, Schwarz irgendwie mit F5 oder gar nicht mal F5, aber E4, hier am Königsflügel versucht Raum zu gewinnen. Das Ganze wird meistens noch eingeleitet, also Weiß spielt hier nicht direkt Springer D5, sondern erstmal A4, so sind hier die Varianten, A6 und jetzt das Ganze. Und dann kommt später von Weiß hier noch C4, C5 ist dann immer die Idee. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Aufbau, wo beide Seiten natürlich dann auch Spiel haben, aber das würde mir als Schwarzhaar nicht so gut gefallen wie die Stellung, die ich in der Partie bekommen habe. Genau, und dann Schlüsselpunkt war wahrscheinlich noch F schlägt E3. Wo haben wir es? Das war ja eigentlich ziemlich am Schluss, genau hier. Also statt Dame schlägt E3, wenn man F schlägt, denke ich, stehe ich hier auch mit Schwarz ganz gut, weil ich das Läuferpaar habe, aber das muss man natürlich erstmal noch weiter spielen. Ja, kenne ich, Oliver. In manchen Partien bin ich auch nach ein paar Zügen out of book. Das ist ja in der Regel auch nicht so schlimm, ne? Aber deswegen kann man sich es ja danach einmal kurz angucken und vielleicht merkt man sich dann für die nächste Partie. So, ich schaue noch mal kurz. Ja, es gibt ja ein paar, die Englisch sprechen. Könnte ich natürlich auch machen, aber dann würde ich wahrscheinlich noch mehr in Zeitnot kommen, weil ich dann noch mehr nach meinen Vokabeln, nach den Wörtern suchen würde. Ich glaube, wir bleiben beim Deutschen. Tut mir leid. Ich denke, da tue ich euch sonst aber keinen großen Gefallen mit. Ja, schottisches Gambit. Ah ja, es wurde gefragt, was für einen Titel ich habe. Ja, WGM bin ich. Aber mein Ziel ist natürlich, IM zu werden. Ich habe mit Nico auch gerade eine Challenge am Laufen, wer zuerst den nächsthöheren Titel bekommt. Also er ist auf GM-Normen-Kurs, beziehungsweise möchte halt gern den Titel bekommen, hat auch schon die entsprechende Ratingzahl, aber noch nicht die Normen. Und bei mir ist genau andersrum. Ich habe schon 3 IM-Normen, aber bin von der Zahl noch meilenweit entfernt. Deswegen ist da gerade unsere Challenge, wer zuerst den nächsten Titel bekommt. Mal gucken. Ja, jetzt schauen wir aber erstmal, wer mein nächster Gegner werden wird. So, die 10. Ist irgendwie komisch, weil die letzte Zufallszahl war ja 20. Und warum stand hier jetzt gerade 4? Vielleicht macht er sich dann irgendwann selbstständig oder ich habe irgendwas geklickt. Aber naja, jetzt nehmen wir die 10 wieder von oben gezählt. Jip, 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 jip. Oh, 2. Oh. Na, 2, 4, 6, 8, 10. Oh, wieder so ein Brocken hier. Aber das ist ja eigentlich schön. Kann ich mal versuchen, meine Zahlen ein bisschen nach oben zu bringen.
gehe erstmal hier in den Chat wieder runter, dann ins große Fenster. Und los geht's. Ja, Königsindisch geht leider nicht, deswegen bleibe ich mal wieder beim Sizilianer. Hallo, wurde mir hier im Chat geschrieben, ich gebe das einfach mal zurück. Ich habe ja den Vorteil, dass ich mich hier mündlich äußern kann und nicht schreiben muss. Ach, Läufer B5. Ja, das ist auf jeden Fall noch eine Schwachstelle in meinem Repertoire. Da kenne ich mich nämlich nicht so gut aus. Gucken wir mal, wo das hinführt. Ja, also ihr seht schon, ne, meine Zahl ist nicht ganz so hoch wie unsere gemeinsame. Wir haben ja einen Meliculas-Account, mit dem wir dann immer gemeinsam spielen. Ich glaube, E5 ist nicht so der Bringer, aber hatten wir das nicht letzte Woche mal, dass ich dann auch schon gesagt habe, dass E5 nicht so toll ist, aber ich es trotzdem spiele. So viel zum Thema, man lernt aus seinen Fehlern, ne? Herr Jemini. Vielleicht kann ich ja jetzt eine Verbesserung zu letzter Woche bringen. Letzte Woche habe ich auch nicht so viel gesehen, weil ich blind gespielt habe. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da alles so gemacht habe. Vielleicht könnte man einmal schlagen, aber dann wird das Feld C3 für den Springer. Och, Leute hier. Ihr stresst mich ganz schön. Okay, wahrscheinlich wird er irgendwann D5 spielen. Dann muss ich mit meinem Springer wieder unschön zurück und habe dann wieder meinen Läufer so blöd gestellt. So, Moragambit mit Weiß, ne? Muss ich mal gucken. Bisher hatte ich jetzt ja... Oder erste Partie hatte ich, glaube ich, Weiß. Das zweimal Schwarz. Ich habe auch neulich gesehen, dass man ja die Farbe angeben kann, mit der man spielen möchte. Also weiß ich jetzt, woran das lag, dass ich das letzte Mal, als ich alleine gespielt habe, hatte ich nur Schwarz. Wahrscheinlich habt ihr euch dann still und heimlich ins Fäustchen gelacht und habt einfach immer angeklickt, dass ihr Weiß haben wollt. Und ich habe mich da geärgert. Ganz schön gemein. Zeit nochmal in den Chat zu gucken. Ah, okay, jetzt doch nicht mehr. Ups. Aber damit ihr ihn sehen könnt. Ja, so. Zumindest gibt es jetzt eine strukturelle Veränderung zur letzten Partie. Ich glaube, das war gegen Fuchs, ja. Wenn ich mich richtig entsinne. Da war ich aber bis zum Ende hier auf meine Struktur festgelegt. Das hat mir nicht besonders gut gefallen. Jetzt ist zumindest schon mal die D-Linie offen. Ob das jetzt eine große Verbesserung ist, sei mal dahingestellt. Aber zumindest hat man hier... Ach nee, der E5 fängt. Schade, schade. Würde sehr gerne Springer A5 spielen. Und gut, dann decke ich doch erstmal den E5. Habe jetzt auch die D-Linie frei für meine Türme. Und dann kann ich am nächsten Feld Springer A5 spielen und dann hier dieses Feld ausnutzen. Das gefällt mir sehr gut. Ach, der E4 hing gerade. Oh ja, so ist das, wenn man zu sehr auf eine Idee fokussiert ist. Dabei ist die dann vielleicht gar nicht mal unbedingt so gut. Hätte vielleicht vorher auch C4 spielen können, wobei ich das jetzt auch immer noch machen kann. Oh ja. Und dann hüpfe ich da rein. Manchmal ist es zwar gar nicht so schön, wie es ausschaut. Aber das wird ihn wahrscheinlich ein bisschen nerven. Und schon allein das ist ja Grund genug, es zu spielen. Wahrscheinlich wird er denn den A-Turm nach D1 bringen. Ja, das ist natürlich ein schlauer Zug hier. Das stimmt. Mal jetzt geht mein toller Plan, der wahrscheinlich niemals so toll war, auch gar nicht mehr. Und ich habe wahrscheinlich auch noch Problemchen hier mit meinem C-Bauern. Naja, sei es drum. Den Läufer will ich nicht hergeben. Deswegen dann lieber sich eingestehen, dass das nicht ganz so optimal war. Vielleicht hätte ich ihn auch woanders hin
bringen können, mit der Idee, dann den Springer nach D7 zu bringen. Ach, B4. Na, schau. Nehme ich raus. Jetzt habe ich C3 als Schwachpunkt. Und ich kann... Möchte ich das? Ja, ich möchte meinen Springer hier nach C4 stellen. Und drohe jetzt erstmal so halb auf E3 zu schlagen. Im nächsten kann ich vielleicht noch Turm C8 spielen. Hier der A4 könnte auch mal schwach werden. Zum Beispiel jetzt hängt er. Okay, jetzt nicht mehr. B7 hängt, sollte ich decken. Achso, Turm B1. Ach nee, Springer hängt. Okay, alles gut. Den muss er ja wahrscheinlich ziehen. Dann kann ich noch einen Turm hinterher ziehen. Ich greife hier den C3 an. Oh, und jetzt hängt hier. So, jetzt kann ich vielleicht B5 hinterher spielen. Frage ist nur, ob ich erstmal meinen Läufer rette. Nur wohin damit? Na, ich gehe mal hier hin und guck mal, ob er C4 spielt. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Zug. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich den dann schlagen könnte oder nicht. Aber wahrscheinlich kann ich, weil ich immer B5 dann später habe, um den zu befestigen. Ansonsten, wenn er nicht kommt, wollte ich eigentlich Läufer C4 spielen. Hat er jetzt hier verhindert. Schade. Und jetzt ist tatsächlich C4... Ach nee, F7 hängt auch. Deswegen könnte ich mal den Springer hier vertreiben. Auch wenn der sonst da eigentlich gar nicht so gut steht, ne? Aber so habe ich jetzt erstmal eine Sorge weniger hier auf F7. Kann meinen Turm bewegen. Und muss auf meine Zeit achten. So, der Läufer geht jetzt nach E6 in Folge. B7 hängt noch nicht. Ah, oh, Läufer B6. Na super. Das hast du ja toll hinbekommen, Melanie. Ja, so kann es gehen, liebe Leute. Gerade war es noch schön. Jetzt nicht mehr. Okay, aber ich habe das Läuferpaar. Und hier einen gefesselten Bauern. Ah, siehst du? Die langen Diagonalen sind natürlich gefährlich. Das hat mir gerade in die Karten gespielt. Aber natürlich ist das hier noch nicht ausgestanden. Die Zeit ist weiterhin knapp. Und so zwei Türme können natürlich auch noch mal ein bisschen nervig sein. Das heißt, ich muss jetzt hier hauptsächlich schnell spielen. Vielleicht mal dann den Springer angreifen. Und hoffen, dass ich noch ein bisschen Material bekomme, weil je mehr ich bekomme, desto einfacher wird es dann. Da muss man nämlich nicht mehr auf so viele Figuren achten. Oder ich versuche hier meinen Bauern durchzuziehen. Das ist ganz gut hier mit dem Läuferpaar. Das unterstützt das ganz gut. Mal gucken, ob er den nimmt vielleicht. Ansonsten ist der im nächsten wahrscheinlich durch. Okay, schnell wieder zurück. Dann Springer. Oh, schade, ich wollte gerade Springer F2 machen. So. Hei, hei, hei. Das ist aber ganz schön. Gerade am Ende will ich ja auch nicht stumm sein. Ne? Ich will euch ja auch zwischendurch noch was erzählen. Da muss man aufpassen, dass man nicht totalen Schwachsinn erzählt, aber auch nicht totalen Schwachsinn spielt. Heieiei. Stimmt, ich habe heute schon ein paar Damen bekommen, ne? Es läuft. Ach, Fuchsia ist ja doch da. Das ist ja schön. Okay. Ach nee, ich wollte euch eigentlich nochmal die Partie zeigen. Guck mal, was hier so los war. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig erinnern. Es war wieder sizilianisch. Ach genau. Und ich habe hier wieder so einen blöden Aufbau mit E5 gespielt.
Diesmal war die Struktur aber ein bisschen anders. Dann habe ich mich hier gefreut, nach B3 reinhüpfen zu können, was dann gar nicht so dolle war. Ich überlege gerade, was so die Schlüsselstellungen waren. Ja, irgendwann habe ich den A4 gewonnen. Das hätte man vermutlich verhindern können. Aber hier ist wahrscheinlich schon gar nicht so einfach, wenn man stattdessen hier was anderes spielt. Der C3 hängt ja. Vielleicht den anderen Turm, ne? Vielleicht ist das hier möglich. Aber hier fühle ich mich eigentlich schon ganz wohl, weil ich das Läuferpaar habe. Und hier eine Schwachstelle auf C3. Wahrscheinlich muss man vorher ein bisschen gucken. Aber war auf jeden Fall gerade mit dem Ende dann ganz spannend. Und irgendwo habe ich es ja dann eingestellt. Da hatte ich mich gerade so gefreut, dass alles gut gelaufen ist. Nee. Vorher, da habe ich mich dann auch schon wieder gefreut. Vorher hatte ich mich gefreut. Und dann kam hier so eine ganz hinterhältige Drohung. Turm B1, einfach Läufer B6 drohen. Und ich habe es natürlich ignoriert. Ja, hier muss man irgendwas anderes machen. Frage nur was, ob man vielleicht Läufer C5, dann hängt aber am Ende der B7. Läufer C6 wahrscheinlich. Ach nee, Quatsch. Dann geht der trotzdem Läufer B6. Ja, vielleicht muss man sonst den Turm oder Dame wegziehen. Weiß nicht. Also hier stehe ich, denke ich, ganz gut, weil ich mehr Bauern habe, aber ein bisschen Gegenspiel habe ich da schon zugelassen. Naja, gucken wir mal, was die nächste Partie so bringt. Okay, die 8 jetzt wieder von unten. 2, 4, 6, 8. Hallo, Game of Pawns. Schon wieder schwarz. Ich hätte das nicht erzählen sollen, dass ich mich da das letzte Mal so geärgert habe. Jetzt macht ihr das wieder. Naja, eigentlich finde ich schwarz gar nicht so schlecht. Man muss halt nehmen, wie es kommt. Ja, Fuchsia, das finde ich super. Fuchsia schreibt, muss nicht schön spielen, nur gewinnen. Das unterschreibe ich, zumindest für heute. Für Turnierpartien, ups, finde ich das, na klar, freut man sich mehr über eine Partie, wo man schlecht gespielt hat und am Ende gewonnen hat, als über eine Partie, die man super gespielt hat und dann verloren hat. Aber ich finde so ein Turnier auch unbefriedigend, wenn man das Gefühl hat, man hat richtig schlecht gespielt und einfach nur so ganz glücklich gewonnen. Das finde ich, macht dann auch nicht so wirklich Spaß, weil dann zweifelt man ein bisschen an der eigenen Spielstärke. Also ich habe jetzt hier was abgehakt, ne? Königsindisch. Ja, D5 ist auf jeden Fall spielbar. Hauptvariante ist erst zu warten, bis Schwarz Springer C6 gespielt hat und dann D5 zu spielen. Nachteil von diesem Aufbau für Weiß ist, dass ich jetzt hier recht schnell nach C5 komme, aber es hat halt andere Vorteile, also auf jeden Fall eine spielbare Variante. Ja, das finde ich auch gut. Man muss nicht gut spielen, sondern nur besser spielen. Achso, Momentchen mal. Springer C5. Weiß nicht, kann er vielleicht schlagen? Sieht eigentlich nicht so aus. Ach, ich vertraue da einfach mal, dass Weiß nicht freiwillig seinen Schwarzfelder gibt. So, wie geht's jetzt weiter? E4 ist gedeckt. Manchmal kann man hier ganz schöne Opfervarianten spielen, aber gerade scheint es nicht zu funktionieren. Schlagen, 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 Dame schlägt. Läufer F5. Nee, dann geht noch Dame A4. Schade. Es wäre doch auch zu schön gewesen. Dann versuchen wir hier mal das Zentrum etwas anzugreifen.
Ja, königsländische Verteidigung ist so, ja, entweder man liebt es, glaube ich, oder man hasst es, weil es ist auf jeden Fall eine riskante Eröffnung, das kann man nicht anders sagen. Und es kommt auch häufig vor, dass man ziemlich schlecht steht. Aber es gibt auch echt Partien, wo man halt mit Schwarz super schöne Angriffspartien spielt und dann, ja, freut man sich natürlich. Ist halt was anderes als Damenindisch oder so, nimmt zu Indisch. Aber muss jeder, glaube ich, für sich so seine Eröffnung finden und dann einfach mal schauen. Okay, B4. Ich greife jetzt einfach noch mal indirekt den E4 an. Wie kann er den entdecken? Springer D2 vielleicht? Wobei, kann ich vielleicht trotzdem schlagen? Kann ich trotzdem schlagen, ne? Oh, ich habe den falschen Turm gezogen. Jetzt gerade hier in der Partie oder davor? Horchi, vielen Dank für dieses Kompliment. Aber ich bin leider schon lange nicht mehr U18. Die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Also, nee. Obwohl das immer sehr schöne Zeiten waren. Also an die deutsche Meisterschaft erinnere ich mich noch gerne. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht immer. Ich nehme jetzt einfach mal hier alle Bauern mit, die ich so kriegen kann. Als nächstes den D5. Wenn er auf C3 wieder schlägt, dann wird hier auch noch schön mein Läufer frei. Remislich. Ja, irgendwie dachte ich, das wären. Ich verwende das auch so ganz häufig. Also halt statt ausgeglichen, ne? Remislich. Ach ja, vorhin in der Partie, Olaf, ne? Stimmt, da wollte ich eigentlich, habe ich mir im Nachhinein gedacht, dass es besser gewesen wäre, den anderen Turm zu ziehen. Das ist immer eine Kunst für sich, zu entscheiden, welcher Turm der richtige ist. Könnte jetzt natürlich auch den Springer wegziehen, aber ich meine, ich habe das gar nicht nötig, weil der auf C3 dann vermutlich eh weg ist. So zumindest der Plan. Also wenn jetzt Läufer schlägt C3 kommt, dann Springer schlägt D5, dann hängt er hier auf C3. Ich kann bei Bedarf dann noch E4 hinterher schießen. Bin ganz optimistisch hier. Grob ausgeglichen ist auch witzig. Ja, die Deutsche hat jetzt am Wochenende angefangen, ne? Wahrscheinlich am Freitag oder Samstag. Ist ja dann immer eine große Eröffnungsfeier erstmal. Spieler des Jahres wurden gekürt. Ich habe gesehen, Jana Schneider wurde auf jeden Fall ausgezeichnet. Fiona Sieber, glaube ich, auch. Matthias Blühbaum sind ja auch alles Spieler, die richtig gute, ein richtig gutes Jahr hatten. Ja, das waren noch Zeiten. So, jetzt hängt Springer und Turm, deswegen nehme ich hier mal raus. Ja, und nun decke ich den mal. Der steht da eigentlich ganz schön. Deswegen will ich ihn noch gar nicht unbedingt ziehen. Wenn jetzt Läufer C4 kommt, dann mache ich wahrscheinlich Springer F4. Ansonsten zähle ich jetzt einmal durch. Ich habe eine Figur und zwei Bauern. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dame B6 wäre als nächstes eine Idee. Genau. Achso, vielleicht könnte ich auch meinen Bauern schlagen.
zu spät. Ich bin manchmal etwas schnell mit meinen Pre-Moves. So, jetzt verstopfe ich hier einfach mal die D-Linie und kann jetzt meine Mehrfigur in Ruhe verwerten. Die Dame strebt nach C3. Dann ist auch gleich der A3 angegriffen. Das finde ich nicht schlimm, wenn er den A5 jetzt nimmt, weil ich habe ja dann einen schönen Freibauern. So, und als nächstes werde ich entweder Turm C8 spielen. Mit der Idee dann Turm C1. Oder, wenn er das jetzt nicht so verhindert hätte, vielleicht D3. So. Kann ich mal noch einen Schach geben. Jetzt ist der Turm da auch etwas eingebunden. Und jetzt ist der F2 schwach. Doppelangriff mit auf den Turm hier. Den nehme ich jetzt auch raus und danach laufe ich mit dem D-Bauern durch. Ich habe sogar noch Zeitvorteil. Ich glaube, das erste Mal überhaupt hier heute. Ah ja, genau. Gerade läuft die zweite Runde. Vielen Dank für den Hinweis. Die spielen ja auch meistens Doppelrunden, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Boah, ist ja echt schon lange her, dass ich da mitgespielt habe. Ich habe auch ein paar Mal, nee, eigentlich nur einmal bei den Jungs mitgespielt. Dann da auch gegen Nico gespielt und eine ordentliche Klatsche bekommen. Aber dann habe ich mich gerecht. 2 Jahre später oder so. Ja, das war zum Ende hin tatsächlich nichts. Da gebe ich dir recht. Aber davor war das doch eigentlich gar nicht so schlecht. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, hier ist ja noch alles ganz normal. Das Problem war dann hier der Einsteller des Bauern auf E4. Aber ich glaube, hier ist es schon schwierig, weil wenn man den jetzt hier so deckt, dachte ich, kann man trotzdem schlagen. Das Problem ist nämlich, dass jetzt hier die Dame überlastet ist. Die kann natürlich auf E4 schlagen, aber dann hängt der C3. Springer ist immer noch gefesselt. Vielleicht kann ich hier sogar noch so einen Zwischenzug machen. Weiß ich nicht, ob das Not tut. Oder man nimmt direkt auf C3. Dann sieht auch ganz gut aus. Vor allen Dingen, weil später kann ich dann den E-Bauern immer noch weiterschieben. Der B3 ist hier gleich schwach. Ja, das ist auch schon schwierig. Ich weiß nicht, ob es hier noch eine Alternative gibt. Achso, ja, Dame wegziehen. Ach ne, geht auch nicht. Vielleicht höchstens nach B1. Aber das sieht ja ganz komisch aus, ne? Wenn ich sowas mache, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das hier gut ist. Okay, Französisch schreibe ich auf mit Schwarz. Ihr dürft nur nicht erwarten, dass ihr dann groß was lernt, ne? Weil ich kann das nicht. Muss man einfach so sagen, wie es ist, ne? Ja, aber das ist ja eigentlich gut, wenn man solche Einsteller oder solche Motive hier im Blitz übersieht. Weil dann merkt man sich die auf jeden Fall und macht sie dann in einer Turnierpartie nicht nochmal. Deswegen alles richtig gemacht. Gegen mich dürft ihr gerne weiter einstellen. So, Zufallsgenerator 6. Ich freue mich ja immer über die niedrigen Zahlen, weil ich dann nicht so viel zählen muss. 2, 4, 6. Let me win. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Mal gespielt. Oder zumindest im Chat habe ich dich immer schon mal wahrgenommen. Großansicht. So, Französisch. Ihr habt es gewollt. Mal schauen, ob ihr es gleich immer noch wollt. So. Ich weiß schon gar nicht, zum Beispiel. Ja, jetzt weiß ich auch schon nicht mehr, wie es weitergeht. Heieiei. Na, im Zweifel erstmal was rausnehmen. Trompowski wird auch vorgeschlagen. Notiere ich natürlich gerne, aber so wie es ausschaut,
bekomme ich heute nicht mehr weiß. Also, von daher können wir eigentlich alle Weißvorschläge erstmal wieder ad acta legen. Gut, ich baue mich jetzt erstmal hier ganz normal auf, vielleicht dann später mal mit C5. Gucken, was mir sonst noch so einfällt. Ach so, Trick. Kann ich nicht schlagen, wegen Läufer schlägt H7. Okay, habe ich gesehen. Aber C5 kann ich ja trotzdem spielen. Jetzt ist meine Dame auf D8 ja gedeckt. Jetzt gehen solche gemeinen Sachen nicht. Ja, also Weiß steht hier natürlich trotzdem etwas besser, weil mein Läufer auf C8 einfach eine Krücke ist. Und jetzt kommt noch Turm D1 und so. Und ich habe auch ein paar Problemchen mit meiner Dame vermutlich. Läufer G5 kann auch mal noch eine gemeine Idee sein. Und... Oh, oder Läufer F4, ja, tatsächlich auch. Ja, also die Stellung gefällt mir tatsächlich gar nicht. Nicht so schön, muss ich sagen. Das sieht zwar immer sehr harmlos aus, aber jetzt, jetzt drohen hier auch schon wieder so miese Sachen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht irgendwie Läufer schlägt H7 geht. Und ich im nächsten dann... Ja, Frage ist nur, was spiele ich? Weil wenn ich G6 spiele, werden hier meine ganzen schwarzen Felder schwach. Aber irgendwas muss ich da machen, weil sonst knallt es hier irgendwann. Oh, die Stellung finde ich richtig, richtig unangenehm. Ja, C4 habe ich mir gedacht. Dann hänge ich hier gleich auf dem D6 und wenn ich dann auf D4 schlagen muss, na Halleluja. Sehe aber auch keine große Alternative. So, Turm D8 kann ich natürlich spielen. Sieht aber auch riskant aus, weil dann der F7 schwach wird. Der Läufer gefesselt ist. Überhaupt hier alles irgendwie schrecklich steht. Ich hoffe, ich überlebe das irgendwie. Fuchsia ist eher der Karo-Kann-Fan. Ansonsten ist die deutsche Meisterschaft hier ein Thema. So, ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich mich hier ein bisschen entknoten kann. Indem ich den Springer da abtausche. Aber Turm D1 kommt als nächstes und dann bin ich hier gefesselt. Was mach ich denn dann? Oh nee! Er ist auch noch mit Schach. Es ist viel zu einfach hier, wenn es wenigstens noch Schummelchancen gibt. Aber das Ganze ist einfach viel zu einfach. Man kann jetzt hier auch rausschlagen wahrscheinlich. Hatte ich gehofft, dass ich irgendwie Läufer G4 oder irgendwas.
aber Läufer G4 bringt auch nichts. Dann nimmt die Dame und mein Läufer ist immer noch gefesselt. Na gut, im Blitz soll ja alles möglich sein. Habe ich mal gehört. Aber das wird ja ein Drama, sag ich euch. Okay, auf Turm schlägt D6 könnte ich entweder Läufer schlägt C4 spielen. Ist wahrscheinlich sogar besser. Ja, ich muss ja versuchen, jetzt hier noch irgendwelche Schummelchancen, aber das war natürlich jetzt gut hier von ihm. Weil Turm D8 gedroht hat, jetzt kann vielleicht noch Läufer F6 kommen und dann. Ja, das habe ich befürchtet. Aber okay, ganz vorbei ist es ja noch nicht. Ich habe immer noch den Turm, der da wieder schlagen kann. Ach so, Dame H6. Ach nee, droht noch nicht. Ach, Herr Jemine, das ist tatsächlich ein Trauerspiel hier. Auch mit meiner Zeit. Frage ist, was ich als nächstes mit meiner Dame mache. Und mit meinem Turm und überhaupt mit allen Figuren, die ich so habe. Ich muss irgendwie versuchen, matt zu setzen. Oder ich nehme jetzt hier einfach. Oh nee, der Läufer hängt ja. Das bringt ja gar nichts. Schwierig, schwierig hier. Vielleicht in meinen kühnsten Träumen kann ich jetzt Turm C8, Turm C1 spielen. Und gucken, ob ich da noch irgendwas bewirken kann. Aber irgendwie fliege ich hier, glaube ich, auch auseinander. Habe ich das Gefühl, dass irgendwie einfach mal Läufer schlägt G6 oder irgendwas geht. Oder Turm schlägt. Oh ja, oder so. Das kann ich natürlich auch nichts mehr machen. Na gut, er muss es auch erstmal irgendwie gewinnen. Ich nehme einfach alles raus, was geht. Und hoffe dann auf irgendwelche. Ah, Läufer F8. Und dann auf Dame H6 habe ich leider kein Schach. Dann muss ich so decken. Kann dann vielleicht noch irgendwo einen Racheschach geben. Bin jetzt aber auch erstmal ganz schön gelähmt. Vielleicht A5. Aha. So. So. Okay, von der Stellung her geht's wieder, aber jetzt habe ich natürlich keine Zeit mehr. Mist! Mist, 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 Mist! Jetzt habe ich mich gerade wieder rausgewurschtelt. Und jetzt. Na gut, so ist es, ne? Die Endstellung sollte für mich wahrscheinlich sogar gewonnen sein. Wenn ich jetzt hier schlage, schlägt. Und ich denke, dass das mit den zwei verbundenen Bauern ausreichen sollte, um die Stellung zu gewinnen. Na gut, aber ich hätte es auch nicht verdient, weil davor stand ich sowas von auf Verlust. Wo habe ich es denn eigentlich eingestellt? Ach ja, ach, das war ja gleich von Anfang an so eine Katastrophe hier. Das war ja schon. Verdammt, C7 ist wahrscheinlich Schwachsinn, sich denn da so in die. Also Läufer F4 so reinzustellen, Läufer D6. Da habe ich mir ja eigentlich mein eigenes Grab geschaufelt. Umso erstaunlicher, dass ich dann doch noch
einigermaßen durchgehalten habe, weil hier ist natürlich komplett verloren, ne? Ja, und dann habe ich am Ende nochmal Schummelchancen. Naja, aber auf jeden Fall gut gespielt bis kurz vor Schluss, hätte ich gesagt. Also bist du dann, hast du wahrscheinlich dich ein bisschen zu sehr aufs Matt fokussiert und so einfach ist es dann vermutlich doch nicht, weil ich mit meiner Dame dann immer doch noch die schwarzen Felder ganz gut kontrollieren kann. Vielleicht eher den Läufer. Ach nee, dann stand ja mein König. Also wahrscheinlich muss man hier einfach die eigenen Bauern decken, also nicht zulassen, dass ich hier dann die Freibauern bekomme und ganz ruhig spielen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ja, nee, ich habe niemanden gewinnen lassen. Dafür bin ich zu ehrgeizig. Das passiert nicht. Okay, dann neue Runde, neues Glück. Die zwei von unten diesmal. Eins, zwei ist kein Premium, deswegen nehmen wir die drei. Oh, schon wieder so ein starker Gegner hier. Ups, warte mal. Eins, zwei. Ich weiß. Juhu. Ach, andere finden das wohl nicht so toll, wenn man mit einer Figur weniger nicht aufgibt. Ach, pff, ich finde es überhaupt nicht, weil erstens, ach so, warte mal, ich gucke erst mal kurz, was ich hier spielen soll. Schottisches Gambit, Mora Gambit. Okay, ich guck mal, entweder auf E5 oder C5 wüsste ich ja denn. So, Mora Gambit ist hier mit D4 und C3, ne? Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch gemacht. Ja, das war jetzt aber auch schon alles, was ich dazu weiß. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Anscheinend ist mein Gegner da aber ganz gut vorbereitet. So, aber was ich gerade noch sagen wollte. Nee, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man mit Figur weniger im Blitz noch weiterspielt, weil erstens habe ich selber ja schon ganz oft dann eingestellt. Also mit Figur mehr habe ich es schon häufiger nicht geschafft. Und ich habe es aber auch schon mit Figur weniger häufig hinbekommen. Also von daher. Finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ja, Trompowski steht auch auf meiner Liste, kam aber erst später als die anderen beiden Sachen. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal mit E4 begonnen und kann Mora Gambit von meiner Liste streichen. So, im Mora Gambit opfert man doch eigentlich immer irgendwas. Also hat man ja schon, aber eigentlich ja noch mehr. Frage ist nur, wann und wie. Wenn ich jetzt nichts mache, kommt hier wahrscheinlich irgendwie Springer E5. Frage ist, ob das irgendwie dramatisch ist. Überlege auf jeden Fall Springer D5 zu spielen, ob das hier Sinn machen kann. Wahrscheinlich nicht so. Na gut, ich gehe mal auf die C-Linie. Matt bin ich ja noch nicht. Obwohl, dann kann Springer C nach E5 kommen und dann droht hier Matt. Das nervt ja. Na gut, dann muss ich jetzt wahrscheinlich doch H3 spielen, obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte. Springer D5 wurde auch von Tromp vorgeschlagen. Aber. Ach, oh, Springer D4 droht ja auch. Nee. Ich bin nicht mehr so auf der Höhe. Danach kann ich eigentlich auch schon aufgeben, ne?
Naja, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ne? Dann spielt man jetzt halt mit zwei Minusfiguren weiter. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Dabei hat es heute eigentlich so gut angefangen, ja? Die ersten drei Partien waren gut. Oder sogar die ersten vier. Naja, auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Naja, ich habe immerhin zwei Figuren. Zwei Figuren für die Dame. Ich muss jetzt nur in Anführungszeichen versuchen, hier ein bisschen Spiel zu bekommen. Was aber gar nicht so einfach ist, weil er echt ziemlich solide steht. Ich kann mal mit E5 versuchen, die Stellung aufzureißen. Mit G5. Springer A4, Turm C1. Ja, ist natürlich gut hier zu tauschen. Ich werde meinen Läuferpaar nicht hergeben. Deswegen. Ja, ich gucke gleich nochmal, ob da nicht was anderes ging. Vielleicht schon. Ja, super, die einzige Variante, die man als Weißer im Mora kennen muss. Leider spiele ich es nicht, aber jetzt kenne ich zumindest eine Variante im Mora, ne? So, kann ich jetzt hier rausschlagen? Wenn schon, denn schon, ne? Wohl, dann geht Dame B6. Bringt nicht so viel. Okay, ich stelle mich mal auf die offene Linie. Das kann ja im Zweifel nie verkehrt sein. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich Springer schlägt B5 spielen kann. Aber es gibt natürlich hier noch Verteidigungsressourcen. Auf D6 kann ich vielleicht B4 spielen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Na gut, dann nicht. Dann spiele ich jetzt hier Turm nach D1, damit ich hier mit Läufer mit Tempo wieder schlagen kann. Wenn E5 oder so ein Spaß kommt, habe ich immer noch Springer D5 als Zwischenzug. Wenn was anderes kommt, kann ich B4 vielleicht im nächsten spielen. Also ein bisschen Gegenspiel hat man schon, ne? Aber es ist halt nicht genug. Vermutlich. Was kann er machen? Wahrscheinlich rochieren oder sowas. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Dann mache ich jetzt mal meinen Plan hier weiter. Also, es sah schon mal schlimmer aus, aber natürlich ist es immer noch nicht genug an Kompensation. Das ist ganz klar. Das. D5 hat er immer noch. Okay, dann fange ich so rum an. Wenn er jetzt E5 spielt, genau, dann habe ich jetzt hier Felder für meine Figuren. Erstmal für den Springer, dann auch für den Läufer, wenn ich den nach B3 bekomme zum Beispiel. Gefällt mir das ziemlich gut. Und wenn ich jetzt einen Turm nach C7 bekomme, schade, das hat er nicht zugelassen. Ich glaube, D6 ist auch ziemlich schlau, weil sonst kommen die Figuren nicht mehr raus. Das tat schon Not, sich hier zu befreien. Vielleicht hätte ich erst Läufer D6 spielen sollen. Wahrscheinlich. Und ihn dann noch weiter einengen, damit er nicht dazu kommt. Weil der eine Bauer
ist halt nicht so wichtig, ne? So, ich muss irgendwie. Die Bauern sind mir jetzt ziemlich egal. Ich muss versuchen, hier Gegenspiel zu bekommen. Ach nee, Läufer D1 wollte ich doch spielen. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Egal. Turm C2 ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Oh, Läufer D1 wäre viel besser gewesen. Kennt ihr bestimmt, wenn man sich denn so ärgert. Egal. Müssen wir jetzt umdisponieren. Jetzt hat er leider das Feld hier C4 für seinen Läufer. Und jetzt steht er auch mit dem Läufer da drauf. Vielleicht doch mal Turm C7, aber ich will eigentlich nicht so viel abtauschen. Ich gehe auch erstmal hier in Sicherheit. Oh nein, wieso habe ich denn jetzt plötzlich so wenig Zeit? Er hatte doch immer die wenige Zeit. Was ist da jetzt los? Das ist jetzt stehe ich auch noch von der Stelle. Ups. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Okay, das gebe ich auf. Ah, schade, schade. Das war richtig, richtig spannend. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte mehr Zeit. Wie ist denn das jetzt am Ende passiert? Na gut, jetzt ist natürlich auch die Stellung. Aber hier nochmal die Stellung. Ich glaube, hier habe ich es echt geschafft, noch viel aus der Stellung rauszuholen. Na, am Anfang, das war natürlich Quatsch, dass ich da so eingestellt habe. Und hier muss es eigentlich sogar, also vielleicht steht hier Weiß sogar besser, wenn man nicht zulässt, dass D6 kommt. Ne? Entweder Läufer D6 oder aber Turm D6 sieht auch voll gut aus. Was macht denn da Schwarz? Das ist schon gar nicht so einfach, sich hier so rauszuwursteln. Irgendwie den Läufer nach B7, aber am nächsten kann ich hier Springer D5 spielen. Dann hier Läufer D1 wieder, ist eine Idee. Ah. Ärgere ich mich ja. Naja, aber das zum Thema auf jeden Fall immer weiterspielen, ne? Weil hier hat man wirklich noch Chancen bekommen mit Weiß. Und dann auch, na gut, zum Schluss. Also D6 war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zug hier von Aldisto. Das war ein wichtiger Befreiungsschlag und danach hat wahrscheinlich dann Schwarz auch einfach den Vorteil, wenn er da mit den Figuren dann rauskommt. Aber hier die Stellung wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend gewesen. Okay, dann auf zur letzten oder vorletzten Runde. Schauen wir mal. Ach so, ich guck mal kurz, ach ja, wo meine Dame ist. Gute Frage, die habe ich geopfert. Ich guck mal kurz, was ihr hier so geschrieben habt noch. Okay, ich glaube, ich habe. Doch, ein bisschen was habe ich natürlich verpasst, aber nichts, was ich jetzt auf meinen Zettel hier schreiben muss. Ich zeige euch nochmal, wie die Dame weggekommen ist, weil das jetzt doch eine Frage war, die hier aufkam. Also. Ich habe hier Läufer G5 gespielt, der ist vermutlich schon nicht so schlau. Also es war Mora Gambit. Ich wurde gebeten, Mora Gambit zu spielen und bin dem natürlich nachgekommen. Dann hier Springer G4. Und jetzt habe ich nur Springer E5 komischerweise als Drohung wahrgenommen. Ne? Wollte erst irgendwelche ganz anderen Sachen spielen und habe dann gesehen, ach nee, Springer E5 droht ja, also Springer C nach E5. Und habe deswegen gedacht, na gut, Mist, dann muss ich jetzt ja H3 spielen. Ja, und dann kam hier Springer D4 und ich habe gedacht, na Mist. Und ich habe euch ja versprochen, hier nochmal reinzugucken, ob nicht was anderes geht, aber ich glaube, hier geht nichts anderes, weil wenn man die Dame zieht, das muss man ja, wenn man sie behalten will, kommt hier Springer schlägt F3, auf Dame schlägt F3 ist matt. Und wenn man mit dem König weggeht, ist ja auch Schach, ist auch matt. Also ich glaube, hier geht schon nichts anderes mehr, ne? Deswegen habe ich hier geopfert.
hier weitergespielt. Und dann sogar noch ein ganz gutes Gegenspiel bekommen, aber hat dann am Ende auch mit der Zeit nicht gereicht. Nun ja. Problem ist, dass Dame E2 ein Standardplan ist. Ja, einen anderen kannte ich leider nicht. Deswegen habe ich den auch gespielt. So, jetzt wieder von oben die 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Der Schach-Tommy. So, jetzt will ich hier nochmal gewinnen zum Schluss. Die letzten zwei Partien waren doch schon sehr bitter. Was habe ich denn hier stehen? Französisch habe ich abgehakt. Erstens G6 mit C5. Weiß jetzt nicht genau, wie früh das C5 kommen muss. Und überhaupt, wie man sich da so hinstellt. Ich mache es einfach mal so früh, wie es geht. Und jetzt haben wir hier schon wieder sowas Ähnliches, oder was? Keine Ahnung, was man jetzt macht. Rausschlagen wahrscheinlich nicht. Aber sonst droht Weiß ja wahrscheinlich auch dann irgendwann zu schlagen und den Bauern zu klammern. Finde ich eigentlich auch nicht so toll. Was macht man denn da? Mit der Dame decken oder was? Bestimmt nicht, aber naja. Mangels schlauer Alternativen spiele ich das jetzt einfach mal so. Und deck den. Den würde ich einfach wieder schlagen. Kann ich Springer F6 spielen? Da muss man ja immer aufpassen. Auf E5, aber ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass der nicht besonders gut ist. So. Was nun? Der C5, den könnte man eigentlich mal noch ein bisschen befestigen hier. Dann Läufer B7, wenn es sich anbietet. Und dann den Springer. Weiß ich noch nicht wohin, aber vielleicht kann man jetzt auch erstmal das hier angreifen. Kommt vielleicht den C4, aber dann habe ich zumindest hier die Diagonale. Ist jetzt irgendwie eine Benoni-Stellung geworden vom Gefühl her. Wobei hier jetzt mein Läuferaufbau nicht ganz so glücklich ist. Aber es sieht sehr Benoni-mäßig an. Ja, dieses Motiv mit B5 ist immer ganz schön, wenn man hier den D5, wenn der dann überlastet ist. Nee, also der C4 ist ja dann überlastet, aber wenn der D5 quasi hängt. Weil jetzt habe ich natürlich einen wichtigen Zentrumsbauern bekommen, greife hier noch den Läufer an. Der B2 könnte auch mal hängen. Wahrscheinlich wäre... Ach ne, B3 ging ja auch nicht, wegen der Diagonale wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht geht es trotzdem, vielleicht hat man keinen vernünftigen Abzug. Vielleicht wäre es gegangen. Eure Kommentare sind immer so witzig. Ihr habt geschrieben, Altisto, gut gespielt. Melanie, geht so. Ja, da habt ihr natürlich recht. Kann ich ja nichts anderes sagen. Och, ich glaube, was ich habe, das habe ich. Der Schwarzfelder. Wenn man den kriegen kann, ist immer schön. Wenn jetzt Springer C4 kommt oder so, kann ich D5 hinterher schieben. Ansonsten weiß ich noch gar nicht, was ich so mache mit meinem Springer. Ob ich den irgendwie nach E5 stelle oder nach F6. Auf jeden Fall sichere ich mir hier mal ein bisschen Raum, damit ich vielleicht mal C4 spielen kann, vielleicht meinen Springer nach D4 bringen kann. Ah, jetzt ist natürlich... Die Qual der Wahl. Oder so ähnlich.
Wenn jetzt E5 kommt, mache ich Springer. Hat sich erledigt. Jetzt habe ich gehofft, dass ich hier das Feld D3 ausnutzen kann, aber das stimmt. Der Springer auf C4 steht natürlich gut. Es hätte wahrscheinlich, hätte besser laufen können, glaube ich. Vielleicht hätte ich auch direkt Springer F4 spielen können. Ich denke mal, die Drohung ist stärker als die Ausführung, aber hier hat Weiß natürlich jetzt noch Zeit, die Dame zu ziehen. Das wäre noch Springer F4 nicht ganz so gewesen. Hat so viele Optionen in solchen Stellungen. Das ist manchmal auch gefährlich, weil man dann irgendwie überlegt. Dann nimmt man vielleicht doch nicht den stärksten Zug und am Ende hat man dann keine Zeit mehr. Das kennen wir ja schon. Ne? Wenn Läufer E2 kommt, kann ich entweder Läufer E4 spielen oder Springer schlägt A2. Sieht beides ganz gut aus. So, auf den Schlag. Das Witzige hier beim, wenn man hier mit dieser, also wenn man online spielt, weil man dann immer die Züge vorher schon mal hinstellen kann und gucken kann, ob sie einem gefallen, ohne sie abzusetzen. Das geht ja beim Normalschach nicht. Aha. Oh, jetzt habe ich ganz verpasst, dass ich dran bin, habe so gebannt auf den Chat geguckt. Springer könnte ich eigentlich mal ins Spiel wiederbringen, aber ich kann stattdessen auch meinen Turm ins Spiel bringen, weil ich muss etwas auf den F7 gucken. Der Läufer auf B3 steht da schon recht unangenehm. Und da gefällt er mir deutlich besser. Ich vertreibe jetzt erstmal die weißen Figuren wieder von ihren aktiven Posten und versuche dann meine Figuren zu verbessern. So zumindest der Plan. Muss gucken, weil wenn der Springer hier nach E5 kommt, das finde ich nicht so toll. Er soll lieber da bleiben, wo er ist. Aber ich muss natürlich irgendwie sinnvolle Züge finden. Das ist irgendwie gar nicht so einfach, wie ich das dachte. Oh, ich muss schnell spielen. Okay, Abtausch zur Not. Aber was habe ich denn jetzt hier überhaupt? Ich habe ja nur einen Bauern mehr, ist ja gar nicht so viel. Mein Vorteil lag eher darin, dass ich das Zentrum habe und das Läuferpaar. Ja, aber das war schon mal mehr wert hier. So, der B4. Hängt und meine Zeit schon wieder. Das ist ein Graus. Ah ne, dann droht, dann kommt hier Springer. Schwierig, schwierig. Oh ne, dann kommt Springer D7. Mann, Mann, Mann. Droht jetzt hier irgendwie matt. Nee, noch nicht. Oh, wieso kann ich nicht ziehen? Oh, nee! Hat er jetzt falsch abgesetzt? Oh, nee, okay. Alles gut, aber so gut ist es doch nicht. Weil jetzt hier unten auch so fiese Mattideen gehen. Hm.
Oh, das war nicht so schlau, weil jetzt kommt ja gleich Turm schlägt F7. Und meine Zeit schon wieder. Das ist ja ärgerlich. Och Mann, wie schade. Naja, ich muss mal gucken, wo das jetzt gekippt ist, weil ich doch so gut stand. Ich weiß gar nicht, was am Ende da. Naja, dann habe ich so Gegenspiel zugelassen. Ja, hier war schon, also eigentlich, ne? Hier nach. Wo war denn das? Hier nach B5. Also hier die Stellung, die ist einfach super für mich, ne? Da kann man nichts sagen. Und dann eigentlich ging das ja auch ganz gut weiter. Hier habe ich jetzt noch einen Bauern gewonnen. Die ganzen weißen Figuren stehen hinten drin. Und dann habe ich ihn ein bisschen rauskommen lassen. Wahrscheinlich, weil ich zu sicher spielen wollte. Der Abtausch ins Endspiel war wahrscheinlich auch schon gar nicht so super, obwohl mit dem Läuferpaar hier eigentlich auch nichts hätte schiefgehen sollen. Und dann plötzlich hier mit diesen Mattideen und mit den Springern, die auch im Blitz ja mega gefährlich sind, muss man immer echt aufpassen, dass man da nicht irgendwas übersieht. Dann muss man natürlich mehr nachdenken, dann hat man weniger Zeit. Naja. Okay, eine Partie spielen wir noch, aber Frage ist, ob da meine Laune denn besser wird. Das weiß ich nicht, so schlecht wie es die letzten Partien lief. Jetzt spiele ich aber mal meine Eröffnung. Auf eure Eröffnung habe ich keinen Bock mehr hier. Okay, eine noch zum Schluss. Generieren. 17. Muss ich ja auch noch zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, was haben wir? 17. So, hier. Jetzt aber bitte, ich will noch mal zum Schluss gewinnen. Sonst bin ich ganz traurig heute. Und, nee. Migdal, warum wäre das denn Glück gegen euch zu spielen? Gegen Fuchsia stand ich das letzte Mal so richtig, richtig schlecht und ich glaube gegen dich auch schon mal. Also von daher weiß ich nicht, ob das jetzt großes Glück wäre. Wie war es denn hier jetzt nochmal? Naja, ich improvisiere einfach ein bisschen. Mit H4, das ist ja interessant. Spiele ich denn dagegen am besten? Mit E5 oder was? Gucken wir mal. So, das Motiv haben wir jetzt ja schon ein paar Mal heute gesehen. Hier jetzt aber etwas anders. Hier kann man natürlich trotzdem wahrscheinlich B5 spielen. Dann kommt Läufer schlägt B5. Weiß ich nicht. Ich versuche mal eher normal zu spielen. Ja, das beruhigt mich natürlich, dass andere auch nicht alles gewinnen. Aber ja, ist ja, also, ist ja ein Spiel, ne? Da sollte man sich nicht zu sehr ärgern. Also ein bisschen ärgern sollte man sich schon.
Sonst macht es ja keinen Spaß. Aber. Nee, nicht Revier piepen. Sowas machen wir nicht hier. Also, manchmal kann man das natürlich schon machen, aber. Ach so. Das ist die Idee. Ich da mal 5 mache, kommt B3. Sieht irgendwie ganz schön festgefahren hier aus. Weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt, aber der weiße König ist hier noch in der Mitte. Ich kann ich dann auf A4 schlagen, Springer C5 machen. Ja, normalerweise in dieser Variante greift ja Weiß am Königsflügel an. Das ist ganz praktisch, dass sich das jetzt hier entsprechend geschlossen hat. Mal gucken, ob ich dafür jetzt was am Damenflügel machen kann. Aber mein Läufer ist ja auch so schlecht. Den muss ich mal rausbringen, hätte ich gesagt. Ach so, kann ich nicht auch. Ich kann auch hier schlagen und B3 spielen, oder? Ach so, dann kommt Läufer D2, Dame schlägt A4. Habe ich nichts gekonnt, ne? Schade. So, auf den A7 kann ich wahrscheinlich verzichten. So zumindest der Plan. Weil dann auch der Läufer nicht mehr dazwischen gehen kann auf D2. Ja, Weiß hat ein bisschen Probleme hier mit seinen Figuren am Damenflügel. Ach so, jetzt wird hier rausgeschlagen. Vermutlich damit nicht Springer C5 kommt. Gut, die Damen tauschen will ich eigentlich noch nicht. Ich will erstmal hier die Drohung weiter mit Läufer A4 aufrechterhalten. Das könnte ja durchaus unangenehm sein. Und dann wäre noch ein langfristiger Plan auf jeden Fall Läufer F8, Läufer E7, Läufer D8 und den mit ins Spiel zu bekommen. Ein bisschen muss ich natürlich aufpassen, dass nicht mal Läufer schlägt G5 kommt. Das kann schon durchaus auch mal funktionieren, wenn dann hier die Bauern angerannt kommen. So, den kann ich doch bestimmt schlagen. Ich schlage einfach mal und gucke, was passiert. Alternativ wäre auch Läufer B5 eine Option gewesen. Ach so, das ist die Idee, dass jetzt der D6 schwach ist. Läufer B5 geht natürlich immer noch. Ach nee, meine Dame hängt ja. Ups. Dann nehme ich doch hier raus. Nicht, dass ich schon wieder hier was einstelle. Springer schlägt D6, kann ich auf C1 erstmal nehmen. Und dann habe ich hier eigentlich zwei ganz nette Freibauern. Wenn nichts kommt, kann ich Läufer B5 spielen. Vielleicht sogar Turm schlägt C4. Und nun, was nun? Schnell spielen ist die Devise. Ich prügel jetzt meine Bauern hier durch. Damit C3 hätte wahrscheinlich nicht so viel gebracht, wegen Läufer oder Dame D2. Läufer F8 kann ich immer vielleicht noch machen. Ja, zum Beispiel jetzt. Dann muss der Springer auch erstmal sehen, wo er hingeht. Springer C4 habe ich immer Läufer B4. B5. Und ja, Turm A2 war natürlich ganz schlau, um den Turm mit ins Spiel zu bekommen. Vielleicht kann ich auch Läufer nach C5 dann bringen, dass der Schwarzfeldrige dann auch endlich mal mitspielt. Der ist manchmal ein Sorgenkind im Königsinder. Springer nach B7 geht natürlich auch. Ach so. Na, das ist natürlich gar nicht so blöd hier.
Ah, dann kommt Turm B2 vielleicht. Mist. Oh, der ist leider sehr schlau hier, der Zug. Glaube ich. Ah, jetzt geht vielleicht Turm A2. Oh nee, habe ich jetzt schon wieder eingestellt oder was? Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Mann, 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 und dabei habe ich so lange an dem Zug drüber nachgedacht, wie man es jetzt schlau machen kann, dass man noch was gewinnt dabei und nicht die Damen tauschen muss. Und stattdessen stelle ich die Dame ein. Das ist. Naja, es passt auf jeden Fall zu den letzten Partien, die ich hier so gezeigt habe. Gut, ich habe natürlich immer noch die zwei sehr starken Bauern. Und die sind hier schon was wert auf jeden Fall. Aber man muss sie auch erstmal durchbringen. Das ist gar nicht so einfach. Ach so, das war die Idee, gut zu wissen. Okay. Ich hatte gehofft, es reicht, wenn man. Ah, jetzt geht da mit D6. Und nun? Okay, liebe Leute, seht es mir nach, dass ich jetzt nicht ganz so viel quatsche. Ich versuche jetzt. Oh, ich habe ja schon wieder keine Zeit mehr. Was ist denn jetzt hier los? Kann doch nicht sein. Also seht es mir nach, dass ich nicht ganz so viel quatsche. Oh, wieso? So, ich biete mal Remis an. Das wurde leider abgelehnt. Schweinerei. Dabei ist das hier, glaube ich, nicht zu gewinnen für Weiß. Für mich vermutlich auch nicht. Aber natürlich ist meine Zeit jetzt hier sehr, sehr knapp. Ja, in der Zeit stellt man es dann vermutlich auch irgendwie ein. Na toll, jetzt hätte ich am Ende noch Turm B5 gehabt, habe wieder eine Gewinnstellung. Oh Mann, ist aber auch mies, darin mir abzulehnen. Na gut, ich glaube, das reicht für heute, liebe Leute. Ich erspare mir jetzt diese Partie zu kommentieren. Ich glaube, das Damenopfer ist wahrscheinlich sogar danach noch ganz gut für mich. Also danach, also davor stehe ich natürlich total auf Gewinn, aber ich glaube danach auch noch. Ja, schade, schade, schade. Ich verabschiede mich für heute. Hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn die letzten Partien doch sehr ärgerlich waren. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und morgen noch auch einen schönen freien Montag. Wir sehen uns morgen, wenn ihr wollt, zu Lubbes Lernstunde. Allerdings nicht wie gewohnt um 20:15 Uhr, sondern um 19 Uhr, weil Norway Chess ist. Deswegen müssen wir da zeitlich ein bisschen flexibel sein. Und ansonsten dann nächste Woche wieder zum Bantern. Bis dann, macht's gut!